Cool. Moin, ich bin der Gübi. Ich erzähle euch heute so Dinge über Web. Und zwar folgendes: Wenn man so ein Client ist und irgendwie von so einem Server gerne Daten hätte, dann sagt man dem Server im Wesentlichen: Hi, ich hätte gerne Daten, irgendwie über HTTP oder so. Und dann sagt der Server: Hi, hier hast du Daten. So weit, so klar. Wenn man so ein Server ist und da ist so ein Client und man würde dem gerne Daten schicken, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil so funktioniert HTTP halt irgendwie nicht. Das heißt, wenn ich so als Server sagen will, okay, ich hatte da neulich mal so einen Client, aber jetzt hätte ich gerne für den noch, ich habe da noch was nachbekommen, ich würde es gerne noch nachliefern, dann ist irgendwie schwierig. So über pures HTTP geht das, glaube ich, gar nicht. Und deswegen hat man sich irgendwann WebSockets überlegt. Ich weiß nicht ganz, was sie tun, aber die sind im Wesentlichen so: Der Client und der Server sagen über HTTP einmal Hallo, und dann einigen sie sich darauf, dass sie jetzt im Wesentlichen nur noch über TCP miteinander kommunizieren. Und dann können die da irgendwie Daten hin und her austauschen. Und davon habe ich noch nicht so wirklich viel, ja, habe ich noch nie genutzt. Schien auch irgendwie immer umständlich, weil über was ich nämlich neulich gestolpert bin oder besser gestolpert wurde, nennt sich Event Source. Und Event Source macht, genau, löst genau dieses Problem. Ja, ich bin so ein Client und ich sage zum Server irgendwie Hallo und dann möchte mir der Server von sich aus irgendwann irgendwelche Daten nachliefern oder so, wenn er Daten bekommt, die irgendwie an mich ranschubsen, ohne dass ich jetzt nochmal nachfragen muss: Hi, hast du übrigens irgendwelche Daten für mich? Genau. Ja, dieses ganze Event Source ist auch relativ simpel. Event Source. Wir können das mal kurz suchen. Genau. Das ist irgendwie die API-Referenz und wir sehen, okay, es gibt irgendwie dieses Event Source Interface. Das hat im Wesentlichen so vier, fünf Properties und eine einzige Methode. Und das war's auch schon. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach kurz in der Praxis an, wie funktioniert das eigentlich. Genau. Ich habe dafür hier mal so ein bisschen Code vorbereitet. Und das Ganze passiert irgendwie mit JavaScript. Wir haben eine ganz, 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 ganz simple HTML-Seite, die im Wesentlichen nur eine Überschrift namens Events und dann so eine Liste hat, in der noch nichts drinsteht. Und alles passiert jetzt hier irgendwie in diesem JavaScript-Ding. Und wir registrieren ein neues Event-Source-Objekt. Das benamen wir irgendwie hier zum Beispiel F-Source und sagen: Schick deine Anfragen mal an /Events. Wir gucken uns auch gleich an, wie das auf der Serverseite aussieht, aber das ist jetzt quasi auf der Client-Seite. Und was dann früher oder später passieren wird, wenn der Server irgendwelche Events sendet, also quasi auf diesen Request antwortet, dann verarbeiten wir den irgendwie. Dafür gibt es diese OnMessage-Methode, dieses OnMessage-Property, was auch immer. Das ist im Wesentlichen eine Funktion, die dieses Event, was da kommt, irgendwie übernimmt. Und bei mir macht das nichts anderes, als wir nehmen die Daten, die in diesem Event stehen hier, und schreiben die in diese Liste oben rein. Ja? Das heißt, so bedient sich quasi Event Source auf der Serverseite. Und was da tatsächlich passiert, ist, dieser JavaScript-Code schickt im Wesentlichen einen HTTP-Request und sagt: Ich hätte gerne nur Content vom Typ, wie ist das? Genau, vom Typ Text/Event-Stream. Und solange der Server das dann schickt, kann unser Code das irgendwie ganz nett verarbeiten. So, soweit, so gut. Wie sieht das Ganze auf Serverseite aus? Ich habe mal ein bisschen Go-Code vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr damit irgendwie umgehen könnt, aber es sollte nicht super schwierig sein. Was wir im Wesentlichen tun ist, wir machen nachher einen Server auf Localhost 9000 auf und surfen da unter Slash, also wenn man einfach auf Localhost 9000 zugreift, einfach diese Datei index.html, die ihr gerade eben gesehen habt. Ne? Und wir surfen auf Slash Events mit dieser Funktion namens Surf Events. Und was die im Wesentlichen tut, ist, sie setzt den Content-Type von dem Response, den sie nachher sendet, auf Text/Event-Stream und dann schreibt sie da in diesen Response einfach so Daten rein. Und das sieht dann so aus. So sieht ein ganz, also so wie hier dieses Moment, dieser String hier sieht ein, ja, ein ganz typischer, eine ganz typische Kommunikation mit irgendwie Event Source aus. Ne, und das wird einfach quasi da reingeschrieben und dann kann der Server damit irgendwie umgehen. Und wir sehen, solange wir nicht irgendwie abbrechen, machen wir das einfach in so einer Endlosschleife und warten dazwischen immer eine Sekunde. Und das gucken wir jetzt einfach mal in der Praxis an. Dazu starten wir hier, wir bauen einmal kurz dieses Programm, dann starten wir diesen Code und dann rufen wir, genau, greifen wir auf Localhost 9000 zu und wir sehen, okay, wir kriegen genau diese Überschrift und dann kriegen wir alle Sekunde einmal diese Nachricht mit dem Hello World Message Event. Ne, das ist der typische Event-Type, den wir da bekommen, das ist so ein Hello World Message Event. Genau. Ja, relativ, re ganz grundsätzlich sehr, sehr simpel und ganz cool. Genau, wie sie, das, was da vom Server gesendet wird,
Genau, das sieht üblicherweise eben so aus, dass es irgendwie ein, Moment, da muss ich jetzt kurz nach Terminologie gucken, weil Terminologie habe ich nicht im Kopf. Genau, das ist im Wesentlichen ein sogenanntes Field, dann kommt ein Doppelpunkt und dann kommt irgendwie eine beliebige Anzahl an Zeichen und dann kommt ein oder zwei Zeilenumbrüche. Und es gibt zwei, drei verschiedene Fields, die wir hier schicken können. Das eine Field, das wir schicken können, das ist das, bei mir heißt das gerade Data, ist eben genau dieses Data-Field. Dann weiß das Event-Source-Objekt, ah, okay, da kommen jetzt irgendwie Daten und verarbeitet die entsprechend. Ein anderes Field, was wir schicken können, ist das sogenannte Event-Field. Dafür habe ich auch mal ein bisschen Code vorbereitet, der steht hier unten. Wir können quasi unseren Events, wenn wir so wollen, Namen geben. Dafür schicken wir nicht nur Data-Doppelpunkt und dann irgendwelche Daten, sondern wir schicken auch noch Event-Doppelpunkt und dann irgendwas. In meinem Fall zum Beispiel einmal Add und einmal Alert. Muss ich kurz gucken. Moment. Genau. So. Ne, das heißt, wir schicken jetzt quasi einmal so eine ganz normale Event-Message, dann schicken wir irgendwie ein Add-Event und dann schicken wir irgendwie ein Alert-Event. Naja, und unserem HTML-Code bringen wir jetzt irgendwie noch bei, da irgendwie anders drauf zu reagieren. Und zwar, indem wir sagen, wir fügen zwei Event-Listener hinzu. Das machen wir hier. Und der eine listen nur auf Events, die quasi Add heißen und der andere nur auf Events, die quasi Alert heißen. Und diese entsprechenden Events werden dann vom Add-Händler und vom Alert-Händler gehandelt und die machen tatsächlich genau das gleiche wie oben dieser Standardhändler namens OnMessage. Die fügen da einfach Dinge hinzu, nun nennen wir das eine jetzt irgendwie mal Add und das andere, naja, wird uns einfach nur alerten. Und zwar mit der Data, die sie da eben mitbekommen. Und wenn wir jetzt diesen Code, den wir da haben, irgendwie bauen und dann ausführen, dann können wir uns angucken, wie das aussieht. Genau, der hat mittlerweile ganz, 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 ganz viele Events bekommen. Und jetzt stellen wir fest, okay, Moment, ich lade das gerade nochmal kurz neu. Genau, wir kriegen unser ganz normales Event, wir kriegen ein Add-Event und wir kriegen diesen Alert und so weiter. Eigentlich, okay, in Firefox geht das auch weiter, in Firefox blockt das nicht. In Firefox spielt er einfach seine Events irgendwie durch. In Chrome scheint das irgendwie anders zu funktionieren. Das Ganze ist relativ neu, es gibt es irgendwie seit 2 Jahren, ist noch kein RFC, ist nur irgendwie Living Standard. Genau, aber ist irgendwie eine ganz nette Variante, um relativ simpel, ihr seht, es sind irgendwie vom Code her, also vom serverseitigen Code sind das irgendwie sowas wie 10 Zeilen und vom clientseitigen Code irgendwie auch. Das ist eine super, super simple Methode, um quasi als Server zu sagen, okay, ich habe da übrigens noch Daten, nimm die und sei froh. Ja, das irgendwie alles, was ich erzählen wollte, um euch das kurz zu zeigen, weil ich da neulich genau Dinge mitgemacht habe und dachte, das ist eigentlich cool und es ist super, also ich fand es super, super easy zu benutzen, obwohl ich ganz, ganz wenig Ahnung von Web habe und ganz, ganz wenig Ahnung von JavaScript und so und dachte ich mir, okay, das ist irgendwie cool, das zeige ich euch jetzt, wie man das so macht. Genau, gibt es von eurer Seite aus Fragen? Bitte. Irgendwelche anderen Objekte da rein, die eigentlich nicht in der Liste drin sind, weil du vermutlich nirgends abfängst. Und ich weiß nicht, ob Event Source das abfängt. Das sind keine SQL-Injections, aber irgendwelche JavaScript-Injections. Ich sag mal, was passiert ist, du kannst natürlich offensichtlich, du kannst da irgendwie offensichtlich alles hinschicken, was du möchtest. Moment, wo habe ich das? Genau, du kannst hier irgendwie hinter Data im Wesentlichen schreiben, was du willst, ist klar. Ne? So, alles, was du da bekommst, geht, glaube ich, als ein String in diese Variable event.data hier. Und was du dann damit tust, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber das, was in Go passiert, das ist ja der Server. Genau. Also, wir wissen ja nicht, ob die Message nicht unterwegs irgendwie verändert. Genau, das ist richtig, aber wie gesagt, alles, was du, alles, auf das du zugreifen kannst, oder alles, auf das du Zugriff hast, kriegst du als, ich glaube, einen String aus event.data raus. Ne? Das heißt, alles, was dir jemand senden könnte, kriegst du als einen String. Wenn du dann mit dem irgendwie Quatsch machst, dann ist das wohl so. Das kann ich dir nicht sagen.
Mein Educated Guess ist eher nee, aber ich weiß es auch nicht so genau. Genau. Weitere Fragen? Eine andere Frage. Was war jetzt der Unterschied? Das habe ich, glaube ich, nicht verstanden. Der Unterschied zwischen Gemeindepsychologe. Moment. Da gab es ja jetzt einmal Data und einmal Event Alert hat andere Dinge gemacht. Was heißt der Unterschied zwischen. Der Unterschied war. Was vor Data und einmal nicht? Genau, der Unterschied ist, ist der folgende: mein Event hat per Default den sogenannten Event-Type. Also ein Event hat irgendwie einen Event-Type, hat irgendwie Data, hat eine Last-Event-ID und das war's. Und der Event-Type ist per Default Message. Ja, und du kannst jetzt, wenn du sagst, okay, ich habe irgendwie andere Events, die andere Dinge tun sollen, dann kannst du diesen Events einen anderen Event-Type mitgeben. Und ein anderer Event-Type zum Beispiel ist Add oder ist Alert. Du kannst da beliebige Dinge reinschreiben, das ist nicht vorgegeben. Du kannst einfach deine Events quasi benamsen und sagen, guck mal, das ist jetzt ein Add-Event und das ist jetzt ein Alert-Event. Und dann kannst du eben in dem JavaScript-Code für diese verschiedenen Dinge verschiedene Handler haben, die das dann irgendwie verschieden handeln. Da musst du dann nicht irgendwie manuell, keine Ahnung, deine Data prefixen mit was auch immer du möchtest und das dann irgendwie rausfiltern oder sowas, sondern Event-Source kann das einfach schon so. Und ist dabei ganz, ganz nett und ganz lieb und ganz freundlich. Genau. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich für die Aufmerksamkeit und dann sind wir innerhalb von tatsächlich irgendwie 10 Minuten durch. Cool.